Klaus-Peter Schliebs, Baujahr 1944 und seit 2009 Rentner. Von wegen Füße hochlegen und den Lebensabend genießen. Klaus-Peter Schliebs arbeitet als Empfangschef in Klärchens Ballhaus. Armes, reiches Deutschland. Ja, nun sind wir hier irgendwann in meiner alten Heimat wieder angekommen. Das heißt dann ein Punkt, wo ich meine Jugend verbracht habe. Ungefähr 100 Meter weiter, die Zwinne-Minder-Straße, 121, da habe ich gewohnt. Hier, wo jetzt der Spielplatz ist, das ist der Punkt, wo der Bunker früher stand. Das heißt, in dem Bunker, da war auch die Entbindungsstation. Und in dieser Entbindungsstation bin ich dann 1944 zur Welt gekommen. Dazu kann man natürlich noch sagen, dass ich 7 Jahre später da drinnen beinahe gestorben wäre. Denn ich bin in so einer Spalte reingerutscht mit Feuerwehr und alle rausholen. Also dieser Punkt hat schon eine Bedeutung für mich. Und 200 Meter weiter, das sieht man jetzt nicht gerade, da ist die Schule. Da bin ich dann 10 Jahre zur Schule gegangen. Also diese Ecke hat schon eine gewisse Bedeutung für mich. Natürlich kommt noch dazu, dass ungefähr 100 Meter weiter die Bernauer Straße die Grenze ist, mit der man natürlich als Kind ewig rübergegangen ist über die Grenze, hatte Freunde drüben, hatte Freunde hier, was natürlich mit dem 13. August zu Ende war. Ja, meine liebste Schule. Von 51 bis 61. 10 Jahre hatte ich das Vergnügen, in der ältesten Schule von Berlin zu verbringen. Ja, wenn man bedenkt, jetzt ist sie schon 35 Jahre auf dem Balkon hier. Wenn man sagt, die Zeit vergeht, dann merkt man es hier am besten. Wenn man daran zurückdenkt, an die Zeit, Sionskirchplatz, Arkonaplatz und alles, in der Zwischenzeit bis hier auf diesem Balkon ist viel Zeit vergangen. Und viel Zeit heißt durch Dreifacharbeiterbriefe. Aber wo ich das erste Mal hier auf dem Balkon gesessen habe, habe ich wohl nicht gedacht, dass ich zu meiner Rente noch zuverdienen muss, um diesen Ausblick mir zu erhalten hier. Aber was für Ausbildungen hast du gemacht? Na, ich habe im grafischen Gewerbe als Retoucheur und Nachschneider gearbeitet. Ich habe die Kellnerausbildung gemacht. Ich habe als Glas- und Gebäudereiniger. Das heißt, das sind die Ausbildungen, die man so damals gemacht hat. Wo hat man am besten verdient? Na, eigentlich in der Gastronomie damals. Und warum ist dann die Rente heute so wenig? Na, weil damals zu DDR-Zeiten die Gehälter sehr niedrig waren. Und da ja heute nach dem heutigen Gesetzen wird es einfach nach den Gehältern berechnet. Da kommt natürlich aus, dass viele Leute in der Gastronomie, in der Medizin, Krankenschwestern oder dergleichen, die verdienen alle heute wenig, weil sie einfach zu DDR-Zeiten niedrige Gehälter hatten. Fühlt man sich da nicht ein bisschen zurückgesetzt aus der heutigen Sicht? Es ist ja nichts billiger geworden. Nein, man fühlt sich nicht zurückgesetzt. Man muss sich ja mit den Gegebenheiten abfinden, dass es so ist. Aber man kommt immer wieder zu den Schluss und sagt, man hat so und so lange gearbeitet, so und so viele Jahre gearbeitet, hat die Rentenjahre erreicht. Und trotzdem reicht es nicht nur, von der Rente zu leben oder das zu unterhalten, was man als Lebensstandard versteht. Sprich ein kleines Auto, sprich mal eine Reise machen und sprich die Wohnung. Na, ich arbeite im Klärchen Ballhaus seit Jahren schon als Empfangschef. Und man steht dort mit dem Vogel an und fliehe und ist zu den Leuten freundlich. Und ich verdiene da das nötige Geld dazu, um das halbwegs in der Reihe zu halten. Na, in Ordnung ist es nicht. Es müsste eigentlich so geregelt sein vom Staatswegen, dass man nach so und so vielen Jahren arbeitet, nicht mehr dazu arbeiten muss. Aber man muss sich eben mit den Gegebenheiten abfinden. Und dann ist es in Ordnung. Dann kann man eigentlich nur hoffen, dass man gesund bleibt. Was natürlich bei anderen Berufen schon bedeutend schwieriger ist. Ich denke jetzt auch einen Dachdecker und Bauarbeiter, der wird aller Wahrscheinlichkeit mit meinem Alter nicht mehr nebenbei arbeiten können. Wenn ich dich fragen darf, wie hoch ist deine Rente, die du ausgezahlt bekommst? 780 Euro. Wie hoch ist deine Miete? 420 Euro. Und Kosten noch dazu, Telefon, Auto? Wenn man das alles hinrechnet, dann bleibt reichlich wenig übrig, um sich nochmal irgendwas leisten zu können. Leisten zu können heißt, in irgendein Konzert zu gehen oder in irgendein Lokal essen zu gehen. Wenn das alles nicht mehr möglich ist, arbeiten gehen noch nebenbei als Rentner, hat man da nicht Angst, das alles noch halten zu können? Nein.
Angst kann man bei Weitem nicht sagen, dass man da irgendwie Angst hat. Es ist natürlich so, dass man sich mit den Jahren daran gewöhnt hat, wie die Verhältnisse sind. Und man stellt auch seine Verhältnisse daraufhin ein. Das heißt also, man wird etwas bescheidener und stellt seine Ansprüche zurück. Was natürlich auch im größten Teil altersbedingt ist, dass man nicht mehr so eine Riesenansprüche hat. Sprich jetzt Ansprüche, dass man jeden Monat sich neue Klamotten kaufen muss oder verschiedene andere Sachen, die ihm noch ins Geld gehen. Aber steht es als Rentner nicht jemandem zu, auch jeden Monat mal eine Klamotte kaufen zu können, wenn einem danach ist? Oder warum muss man sich dann so einschränken? Naja, das kommt auf jeden Fall darauf an. Man müsste in seinem Kleiderschrank mal gucken, ob es nötig ist. Wenn ich 5 Hemden drin habe, dann brauche ich mir nicht jeden Monat ein neues Hemd dazu kaufen. Also das ist nur bedingt, wie jeder hat. Und Gott sei Dank habe ich noch ein paar Hemden im Schrank. Ja. Wie sieht es mit Urlaubsreisen aus? Wo warst du überall schon? Wie hast du deine Zeit des Rentendaseins bis jetzt genossen? Hm. Naja, man kann dazu sagen, der glückliche Fall ist, dass nach Grenzöffnung man ja viel andere Möglichkeiten hatte, wie man vorher hatte, irgendwo hinzufahren. Und ja, als Beispiel, im letzten Jahr war ich in Kuba. Aus dem einfachen Grunde, weil bei mir im Kopf der Gedankengang war, eher die Amis da vollkommen einfallen und alles dort mit Coca-Cola vollpflastern, wollte ich das lieber noch mal sehen, wie es aussieht, Kuba wirklich war oder wie jetzt noch ist. Mit all seinen Fehlern auch. Aber das ist natürlich eine Reise, ja, die kann man sich nun nicht jede da leisten. Da muss man schon ein bisschen was zurücklegen, um das zu machen. Denn billig ist es nicht. Und eine Woche kann man nicht nach Kuba fahren. Dazu ist der Weg zu weit. Also muss man schon ein bisschen länger da bleiben. Und dann ist das schon, na, ich will nicht über den Preis sprechen, aber es ist natürlich schon ein bisschen teurer. Da muss man schon eine Weile was zurücklegen, um diese Reise zu machen. Aber ich glaube, das geht auch Leuten, die gut verdienen. Die werden auch dann irgendwas für den Urlaub zurücklegen müssen. Aus dem Portokasse können sie das auch nicht bezahlen. Und das Sparen fällt dir nicht schwer? Oder? Nein, es fällt mir nicht schwer, weil dann irgendein Ziel vor Augen ist. Und wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann versucht man das auch das ganze Leben so einzurichten, dass man dieses Ziel erreichen kann. Was möchtest du der jungen Generation mit auf den Weg geben? Das ist eine der schwierigsten Fragen, die du die ganze Zeit gestellt hast. Es war schon immer schwierig, der jungen Generation was auf den Weg zu geben. Das war vor 100 Jahren schon schwierig und ist heute schwierig. Wenn man einen Ratschlag geben kann, dann könnte man nur sagen, sie sollen versuchen, alle Möglichkeiten von Bildung, die sie haben, dass sie die ausnutzen, das machen. Und dass sie die Politiker wählen, die ihre Vorstellungen realisieren können oder wollen. Und ob das schafft, das haben wir nicht geschafft, das haben 100 Jahre davor die Leute nicht geschafft, das ist sehr fraglich. Aber das wäre ihnen zu wünschen.